Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. So, zuletzt haben wir Gotha befreit. Ich war hier gerade noch ein bisschen jagen. Und da wir jetzt Gotha befreit haben, haben wir natürlich auch den Teleportstein nach Varant. Ne, Quatsch, nach Varant. Nach Vanguard natürlich. Sollen wir dem Roland sagen, mal davon abgesehen, dass wir vom Gorn dem Roland bestätigen sollen, dass es hier ruckelt, war ja klar. Ne, wir sollen natürlich sagen, dass Gotha wieder aufgebaut werden sollen. So. Warte, der Roland nochmal seine Kamera. Hey! Ich glaube, der wollte mich gerade angreifen hier. So, geht schon los hier, geht schon los. Hello YouTube. Grüße von Blackwag. Ne, du bist nicht der Roland. So. Komm hier, die ganzen Truhen hier habe ich nie gelootet, ne? Hab ich immer Angst gehabt. Wahrscheinlich das Limit würde ich noch nicht erreichen. Mal gucken, ob der Roland jetzt richtig glücklich mit uns ist. Ich mache zwei Material K, wenn wir später eh nichts in der Richtung machen, aber doch. Ja, Shinlo, so ist das. Kannst du jedenfalls die an die Wand heften, ne? Hm. Fangen wir hiermit mal an. Weil ich glaube, das hier. Ja, wobei, der wird mich dann zu nicht zwingen können, den zu benutzen. Aber fangen wir hiermit erstmal an. Die Untoten in Gotha sind besiegt. Oh ja! Bei Innos. Endlich ist der Fluch der Schamanen gebannt. Der Dank aller aufrechten Männer dieses Landes ist dir sicher, Fremder. Nimm dieses Gold als bescheidenen Tribut von uns allen. Du wirst es brauchen, um Gotha wieder aufzubauen. Ui, 2000 Gold! Die Stadt soll wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Sprich mit Sean. Er soll alles Nötige veranlassen. Okay, bau Gotha wieder auf. Cool. Wird das hier zu Minecraft? Können wir ernsthaft Gotha wieder aufbauen? Wird das jetzt der Gothic-Tycoon, wo wir eine Stadt aufbauen? Ich bin mal gespannt. Ne? Ja, aber jetzt, wo wir den Dank aller ehrenhaften Männer haben, können wir aufhören mit dem Spiel. Hat funktioniert. So, Roland, es gibt Neuigkeiten von Gotha. Ich glaube, das hier ist die Quest-Paket-Quest. Fangen wir erstmal hier mit an und sagen wir dem, dass wir den Teleportstein gefunden haben. Hoffentlich triggern wir damit nichts, aber ich glaube, in Gothic 3 ohne Consequences triggert man eh nichts, oder? Probieren wir mal. Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Vanguard führt. Dann benutze ihn. Schnell, sprich mit dem König. Oh, lol, das war's. Kurz angebunden. Keine Sorge, ich glaube, die Questpakete, die werden uns da weiterhelfen. Mal kurz gucken, was das hier bringt. Roland, es gibt Neuigkeiten von Gorn. Ich bin mal gespannt. Roland, es gibt Neuigkeiten von Gorn. Sprich, was hat er herausgefunden und wo ist er jetzt? Wow. Gorn versucht, aus Gotha etwas Nützliches zu machen. Der Ork-Vorposten vor Gotha erwartet eine Lieferung von Montera. Waffen, Rohstoffe, Lebensmittel und vielleicht auch Werkzeug. Oh Mann, da geht das wieder los. Das klingt ja nach einer Karawane. Es sollen nur ein paar Träger und wenige Wachen sein. Was soll ich nun deiner Meinung nach tun? Klasse. Aber ist auch geil, der Sprecher von Roland, ne? Gorn hat vorgeschlagen, ein paar Rebellen für einen Hinterhalt abzuziehen. Die Orks sollen einen Weg nahe der Straße gehen. Jede Menge Platz für einen Überfall. Das klingt fast so, als ob ihr das von Banditen abgekupfert habt. Wir haben alle dunkle Zeiten hinter uns. Ja. Verstehe. Gothic 1. Nun gut, ich werde sehen, was wir machen können. Meine Leute sind bereit. Aber wir brauchen noch ein paar Informationen, wenn wir Erfolg haben wollen. Denn sonst könnte unser Hinterhalt unser Verderben werden. Das sollten wir vermeiden. Oh mein Gott. Was musst du noch wissen? Wichtig ist schon mal, wann der Transport stattfindet. Aber viel wichtiger ist die Bewachung. Wir müssen wissen, mit welchen Gegnern wir es zu tun bekommen. Mal sehen, ob ich die Informationen liefern kann. Wahrscheinlich wird dir nur Warek etwas darüber erzählen können. Aber vielleicht findest du noch jemanden. Wer war nochmal Warek? Wie steht die Bewachung? Also Bewachung und Zeit der Karawane. Ah, war schon wieder ein klasse Dings hier. So. In der Zwischenzeit sollten wir aber mit Sean reden. Der pennt da, der alte Sack. So. Warum wächst du nicht? Steh mal auf, wir sollen Gotha wieder aufbauen. Wir sollen Gotha wieder aufbauen. Ghostcraft, sagt Blackbuck auch. Ich werde nach Gotha gehen und kümmere mich darum. Allerdings brauche ich Gold dafür. Mindestens 1000 Goldmünzen. Ja, lol, meld dich doch beim Roland. So viel zu meinen 2000 Gold, ja? Kann ich dem die jetzt direkt wieder geben? Ernsthaft? Ja? Geht das so viel hier? Hier hast du 1000 Gold für Gotha. Danke, Mann. Das wird reichen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. So.
Baue Gotha wieder auf. Rupert der Rebellen plus 2. Ruf in Gotha plus 20. Jawohl! Aber in Gotha sind wir richtig beliebt bei den ganzen 2 Einwohnern. Ich glaube, Blackwag wird jetzt erstmal von den 1000 Gold überschüttet, die Sean leistet. Könnte der. Ah, ne, Quatsch, der Owen, den haben wir ja gefunden, um da einfach abzubauen. Ach ja, Okara. Oh, guck mal, der eine hat einen Apfel in der Hand. Ob der uns den verkaufen kann? Für das Rezept? Nee, so ein Thema. Ich glaube, der Fan vom Namenlosen. Die aus Gothic 1 und 2 war deutlicher. Ich glaube, du meinst die Hauptstimme? Ja. Machen wir hier gerade nochmal einen Dialog, um genau diese Stimme zu hören. Erzähl mir mehr über die Waffenschmiede. Hier werden die meisten Waffen hergestellt, die wir Rebellen im Kampf gegen die Orks benötigen. Unsere Eisenerzmine liefert dafür die nötigen Rohstoffe. Es sind zwar nicht die magischen Erzminen von Mordmar, jedoch genug, um das Interesse der Orks zu lenken. Schäm dich nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Muss ich bestimmt nicht verstecken. So. Ja, aber Blackwag, vielleicht waren das eben auch die Dialoge von dem Questpaket. So. Zeig mir deine Waffen. Gucken, was er im Angebot hat. Nichts Neues, glaube ich. Aber prinzipiell könnten wir vielleicht bei hier nochmal ein paar Bastardschwerter machen und den paar und die verkaufen, damit wir nochmal ein bisschen mehr an Geld kommen. Warte mal kurz. Wie mache ich das nochmal? An dem Amboss, oder? Ja, genau. Bastardschwert. Wow. Ja, da kann ich aber 15 Bastardschwerter kann ich mittlerweile machen. Ich sag mal so, Rohstahl. Ich mache einfach mal 5 Bastardschwerter und verkaufe die dem. So, hier. Zeig mir deine Waffen. Neubauberge, was hast du denn gerade gesagt? Muss ich in Google Translate anschmeißen? Na, guck mal, am Ende kann ich dem die gar nicht verkaufen, die Bastardschwerter, weil der so viel Geld gar nicht hat. Naja, wir werden jedenfalls andere Kollegen noch finden, die wir die ganzen Sachen verkaufen können. Dann verkaufen wir jedenfalls den anderen Schrott, den wir noch so haben. Sklaventod, alter Schwede, so geil der Name eigentlich. Na, wie viel Gold hat der? 12.000. Aber weißt du was, ich kann ihm hier vielleicht den Rohstahl abkaufen. Na, so viel mehr reicht das aber auch nicht, genau, nicht aus hier. So. Verkaufe ich hier noch die ganzen Schilder. Ausgezeichnet. Hat er noch 3.000 Gold. Bekommt er eigentlich später nochmal Gold dazu, oder? Wird er erneuert? Verdammt scharfe Bolzen. 25, die kaufe ich ihm jetzt nicht ab. So, tauschen wir das mal. Immerhin. 85.000 Gold. Ich schrieb, du sprichst du Türkisch. Ha, nein. Noch nicht. Aber vielleicht kannst du mir das ja beibringen. So. Da haben wir ein bisschen gehandelt, aber wir sollen auch mit Varek sprechen. Wer war nochmal Varek? Wer war Varek? Ich glaube, da müssen wir jetzt nach Montera zurück. Und eventuell nach Gotha. Gehen wir jetzt erstmal nach Montera. Gucken, dass wir da mit jemandem sprechen. So. Grüß euch. Wer war nochmal der Varek? Im Zweifelsfall kann der Shindo mir erst bestimmt sagen. War das nicht hier der... Das hier nicht der Superboss? Der Ork-Boss? Bin gar nicht mehr so sicher gerade. Ich wünschte, ich wäre sprachlich mehr begabt, aber bei mir ist es leider Standard. Ja, Englisch, Französisch prinzipiell, das Schulfranzösisch. Der Korschach ein neues? Nee, der kann mich eventuell unterrichten. Vielmehr auch nicht. Varek. Aber wie gesagt, ich wünschte... Ah ja, da ist er. Dass ich ein bisschen mehr Talent da hätte. Gerade Italienisch fände ich eigentlich interessant. Nee, ich meine nicht Khan. Der Roland hat ja gesagt, Varek könnte Ahnung haben, was mit der Karawane los ist. So nach dem Motto, wie die bewaffnet ist. Aber ob der mir da unbedingt was sagt, das ist halt für diese Quest, für den Überfall, für Gotha. Ja. Deine Lieferung zum Gotha-Vorposten ist in Gefahr. Was erzählst du da, Mora? Wow, der Varek hat eine gute Stimme. Ich habe Informationen über einen Überfall. Kurz nach dem Waldgebiet sollen Rebellen warten. Und du erzählst das einfach, ohne einen Beweis für deine Behauptung zu bringen? Wenn deine Krieger tot sind und Rebellen die Stadt mit Orkwaffen angreifen, weißt du, dass ich recht hatte.
Was genau willst du von mir? Die Orks beherrschen dieses Land. Oh Gott. Ich will eher respektiert werden, als mich gegen den Sieger zu stellen. Zumindest scheinst du nicht dumm zu sein. Auch wenn mich deine Art eher an einen niederen Söldner erinnert. Meine Kontaktperson weiß nichts von meiner Gesinnung. Sie oh nein. Glaubt, ich wäre auf der Seite der Idiot. Rebellen. Wenn ich den Rebellen falsche Informationen liefere, werden deine Krieger leichtes Spiel mit dem Pack haben. Was willst du wissen? Zu welcher Teil... warte mal. Sagt er mir jetzt die richtigen Informationen oder nicht? Ich dachte, ich kann... Der hat ja gesagt, ich soll mit dem Varek sprechen. Ich habe sich ordentlich gelesen, der Dings. Aber prinzipiell erfahre ich jetzt von dem die richtigen Informationen, die falschen. Da bist du ja wieder. Grüß dich, ich Alex. Gedacht, schön, dass du wiederkommst. Kann ich nur mit der Sprache Havertz. Français parles-tu. Guck mal. Wie es jetzt der richtig akademisch abgeht hier. Alex, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Zu welcher Tageszeit werden deine Leute losgeschickt? Gucken wir mal, was man... Aber wie gesagt, fürs Quest-Paket, finde ich, hat der Varek eine gute Vertonung. Zu welcher Tageszeit werden deine Leute losgeschickt? Kurz vor Morgengrauen machen sich meine Krieger auf den Weg. Mit was für Rebellen abschauen, werden wir es zu tun bekommen. Vor allem Schwertkämpfer. Sie wollen euch in den Rücken fallen. Diese Narren. Ein paar stumpfe Brotmesser und dünne Lederrüstungen, mehr haben sie nicht. Meine Elite-Krieger werden ihren Spaß haben. Als Söldner steht mir auch ein gewisser Lohn zu. Oh oh. Oder irre ich mich da? Du kommst hier rein, bestehst darauf, dass ich mir unbekannte Informationen glaube und willst jetzt auch entlohnt werden. Mach, dass du rauskommst. Das Spielchen ist jetzt vorbei. Krass, da hat er uns einfach rausgeschmissen. Wups. Was haben wir hier gerade eigentlich gemacht? Mal ganz ehrlich. Shit. Okay, wir wissen prinzipiell, dass die was toll im Morgengrauen losgehen. Ich meine, mal ganz ehrlich, hätten die ja nicht im Vorposten hinstellen können. Aber jetzt weiß ja prinzipiell, dass Schwertkrieger angreifen. Ja gut, Schwertkrieger im Gegensatz zu was? Bogenschützen oder Magiern? Haben wir jetzt mit dem Dialog dem doch ein bisschen was erzählt, was den Rebellen zum Verhängnis wird? Vielleicht kann ich noch mit jemandem hier auf dem Bauernhof sprechen. Von wo geht denn die Karawane los? Wie hieß nochmal der Anführer? Vielleicht weiß der Anführer auf diesem Bauernhof hier was. Ah, genau der hier. Dennis. Oh, nee, der sagt da nichts mehr. Aber cool, dass er sich erinnert, wer wir sind. hör mal, ich bin doch schon eine Stunde am Laufen hier. Und ich habe eine richtige Dreiviertelstunde Anlaufzeit gehabt, Alex. Keine Sorge, du hast nichts verpasst. Ich laufe hier nur ein bisschen rum, jag ein bisschen rum und mach ein bisschen weiter. Stippvisite einfach. So. Das hätte aber die Andrea-Stimme auch funktioniert. Neubauberger, genau. Du willst auch, dass ich mich den Orks anschließe. Kann ich dem Shinu nur beipflichten. Der versucht das auch die ganze Zeit. Vielleicht weiß der Elber mehr. Nee, der Elber weiß auch nichts darüber. Der Schwede. Ich glaube, so wittert nichts. Wen könnte ich denn hierzu noch dazu ausfragen? Gucken wir mal kurz in den Questlog. Zu welcher... Ah, hier, alte Methoden. Das neue Lager. Roland, Karawane, Meinung. Was soll's für Banditen? Verstehen, nun gut, ich will... Oh je. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Aber warte mal, vielleicht war das eine Quest in Montera, das war ja gar nicht. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Wo war denn diese Quest dann? Oder war das, muss ich auf alle gehen? Kurz gucken. Tja, da haben Methoden. Nee, ist das nicht irgendwie mehr Information oder so? Oh Mann, ey. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Also der Mods nerven zu sehr, darum macht er es heimlich heute. Ich muss mal kurz zurück nach Okara und gucken, was ich dem Roland jetzt sagen kann.
bin ja gespannt, ey. Leute, kann das sein, dass ich gerade die Rebellen absolut in den Hinterhalt locke? Ich fürchte schon, ne? Wenn ich jetzt keine Option habe mit dem Roland, die irgendwie andeutet, dass ich die Orks fehlgeleitet habe oder so, dann wird's, glaube ich, gefährlich. Shit! da droht der Alex direkt mit dem Timeout. Sehr gut. Was ist denn das da eigentlich für ein YouTube-Kanal, Shindo, eigentlich gerade? Ich habe da gerade, glaube ich, was verpasst. Das wird die Rache für die Bombe. Varek wird ein gutes Dutzend Krieger zur Wachung abstellen. Alles Nahkämpfer. Ich meine, Prinzip... Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? 23.30 Uhr. Ah, bevor ich das verlassen habe. Das Dorf. Was soll ich da? Ich werde dann nochmal kurz mit ihm. Alles Nahkämpfer. Ich meine, er hat gesagt Elite-Kämpfer. Das sind ja Nahkämpfer, oder nicht? Das wird die Rache für Grumpel. Ich sehe schon, kommt für den Grumpel. Oh Mann, ey. Soll ich zurück nochmal nach Montera reisen und gucken, ob ich mit jemand anderes da sprechen kann? Die machen Videos zu schulüblichen Fragen. Ach, das ist aber cool. Klasse Tipp. Ach, warte, vielleicht kann ich den Marek doch noch ausfragen. Ich weiß nicht. Der Marek sollte sowas doch eigentlich auch wissen, oder nicht? Nee, der weiß nix. Shit, Alter. Warum weiß der Marek nichts darüber? Über den Angriff. Sanford weiß auch nix. Als wenn das so einfach wäre. Also doch zurück nach Okara. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ich meine, prinzipiell reicht voll aus. Ja, dann ist doch gut. Weißt du, wenn das den Leuten das etwas näher bringt, dann ist das immerhin schon eine klasse Idee. Alex, bist du noch da? Wie ist denn der Start in die Woche bei dir verlaufen? Leute, ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Mal ganz ehrlich, der Roland hat mir gesagt, rede mit dem Varek. Der weiß das vielleicht. Ich hatte nur diese Gesprächsoption. Bis auf, was ist mit den Rebellenvorposten vor Montera. Damit hätte ich die anderen verpfiffen. Und dann hat der Held hier sofort losgelabert. Und jetzt habe ich nur diese Gesprächsoption. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich hätte Moon eingeschaut und das Handy da gehabt. Ach, was hat der denn gespielt, der Gute? So, ich guck mal, was jetzt passiert. Varek wird ein gutes Dutzend Krieger zur Bewachung abstellen. Alles Nahkämpfer. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe bereits einen Trupp meiner Bogen- und Armbrustschützen zu einer Engstelle geschickt. Ah! Sie verstecken sich dort, bis weitere Instruktionen kommen. Dann kannst du ihnen sagen, dass die Lieferung noch vor Morgengrauen kommen soll. Die Lieferung wird von Elite-Kriegern begleitet. Guck mal, jetzt sagen wir dem doch die Wahrheit. Sie erwarten einen Angriff. Von hinten. Ja, ja. Damit lässt sich einiges anstellen. Zwei Gruppen. Die Armbrüste feuern von vorn, während die Bogenschützen aus der Deckung agieren. Guter Plan. Der eine oder andere Sprengpfeil und die Orks werden wie Blutfliegen zu Boden fallen. Zu viele Details. Ich wünschte, ich würde selbst dabei sein. Da geh doch mit. Questerfolg. Wie die Bewachung aus? Plus 500. Kann ich noch etwas zur Vorbereitung beitragen? Guck mal, Alex, wie findest du eigentlich die Stimme vom Roland? Auch wieder top, ne? Aber auch gute Details wieder. ETF macht der, guck mal. Willst du mich ermüdend, ist das? Noch, komm. Kann ich noch etwas zur Vorbereitung beitragen? Ich dachte, du freust dich über die Überraschung. Nein, ich denke nicht. Die Weichen sind gestellt, jetzt heißt es warten. Obwohl, doch, du könntest noch etwas erledigen. Hau raus! Was gibt es noch zu tun? Die Söldner auf dem westlichen Bauernhof nahe Montera müssen irgendwie ruhig gestellt werden. Hä? Vielleicht musst du etwas Überzeugungskraft wirken lassen. Leute knüppeln, verstehe. Wieso? Der Bauernhof stört doch nicht. Nein, natürlich nicht. Aber was würdest du machen, wenn plötzlich Orkgeschrei, zersplitternde Waffen und Sprengpfeile zu hören sind? In Ordnung. Ich werde die Söldner schon überzeugen. Ah, das war's. Ist ja aber nicht sehr gesprächig, der Roland gerade. Zeig mir deine Ware. Um mal kurz die andere Stimme zu hören. Lol, der hat hier überhaupt kein Gold dabei. Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn, Roland. Was für ein Unsinn. Also zurück nach Montera. Zum Glück haben die Teleportsteine. Der Montag war ermüdend, ja siehst du mal, bei mir war er vor allem ermüdend. Bei dir war er ermüdend, bei mir war er ermüdend. Da sind wir auf jeden Fall schon mal zwei. Bei wem war der Montag sonst noch ermüdend? Der meldet sich jetzt.
Oder diejenige melde sich jetzt. Ach ja. Aber wir haben hier noch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Richtig, Freitag muss ich nicht arbeiten. Das heißt, ihr auch nicht. Ihr seid alle, ihr habt alle eine Entschuldigung von mir. Könnt ihr euren Boss hinlegen. Der Max Puzzles hat euch entschuldigt. Ist gültig. Guck mal, da hinten. Seht ihr das Licht? Das ist ja schon wieder mein ehemaliges Portal, oder nicht? Das ist der Zauber, der dann wirkt. Wie geil ist das denn? Dass man das sieht und dass die Animation sich dann abspielt, wenn ich wieder hier ranlaufe. Also, wir sollen hier jetzt... Das ist der westliche Bauernhof, ne? Wenn man auf die Karte guckt, schon so ein bisschen, ne? Hier sollen wir jetzt sagen, was die ruhig stellen, damit sie nicht ankommen, wenn die Schlacht losgeht, ja? Er hat ihr seine 2000 Goldstücke gegeben. Ach so, deswegen hat er nichts mehr. Schön in Ruhe was auf. Du solltest jetzt gehen. Kann schon sein, Black Wag. Persona 5 ND. Glückwunsch! Sehr gut. Wie viel Zeit hast du da insgesamt reingesteckt? In Persona 5? Der Einzige, der mit einem Eigennamen hier rumläuft, ist der Elber. Den Rufus haben wir ja weggeschleppt. Hier wird es bald Krach geben. Ja, komm, warum nicht? Hier wird es bald Krach geben. Willst du Ärger machen? Vielleicht. Wenn ihr euch nicht zusammenreißt und wie irre Hühner auf der Straße lauft. Varek will ein paar Rebellen aufmischen und darf dabei nicht gestört werden. Es wird bestimmt laut werden. Und da sagst du mir erst jetzt, ich will da mitmachen. Warum sagt er das nicht? Du bleibst hier auf dem Bauernhof. Genau wie alle anderen Söldner. Was? Wenn die Rebellen an den Orks vorbeilaufen, könnt ihr sie euch vorknöpfen. Ansonsten nicht. Endlich etwas Spaß und wir dürfen nicht mitmachen. Passiert denn, wenn wir dort auch mitmischen? Hey, das ist nicht so ernst. Da draußen sind genug Rebellen für alle. Achso, ich soll ihn jetzt bestechen. Ich dachte auch gerade, was ist so ein bisschen die Logik von den Schreibern da, dass der Elber auf mich hören soll, weil ich meine, gut, ich habe hier einen guten Ruf in Montera, aber ich bin kein Ork-Söldner oder so. Ich bin ja nicht sein Boss. Über 100 Stunden ausgezeichnet. Da habe ich mir doch gedacht, dass man so viel Zeit da reinstecken muss. Aber ich glaube, Alter, solange es dir Spaß macht, das ist doch das Wichtige. Habe ich ja Pause gemacht. Ende ist relativ lame. Das ist aber schade. Ich finde, so ein Ende, das muss dann nur mit einem richtigen Zack, so ein Crescendo enden, weißt du? So richtig BÄM! Schlag in die Fresse. Entschuldigung. So. Jetzt geht's weiter. Hey, nimm das nicht so ernst, jetzt möchte ich dann auch bestechen. So viel zu den 2000 Gold, Black Wag. Ich habe jetzt nur noch 500 Gold davon übrig. Hey, nimm es nicht zu ernst. Da draußen sind genug Rebellen für alle. Was du nur sagst. Irgendwie habe ich heute keine Lust mehr, mich zu schlagen. So, das war's dann scheinbar. Gut. Also wieder Teleporter benutzen. Nach Okara. Das ist ja eine coole Questreihe jetzt mit den Teleportsteinen. Da können wir ein bisschen die Teleportfunktion testen. Will ich mal unser Mana benutzen hier. Na ich? Grüezi! Ich bin wieder da. Dach Rufus! Lass mal gucken, was haben wir eigentlich gerade? 23 Lernpunkte. Sag mal, da fällt mir ein, ich muss ja mal meine Stärke noch auf 249 draufhauen, damit ich das Maximum erlerne. Und dann habe ich meine Lernpunkte schon wieder für Stärke ausgegeben. Meinst du echt, Shinlu, dass das so wichtig ist? Bekommen jetzt noch so viele Stärke-Checks oder ganz einfach wegen der Effizienz wegen soll ich das machen, ne? Wieso? Video wird gesperrt, da Maxima gewalttätig wurde. Wer? Ach so. Ich sehe schon. Ich sehe so, das letzte Drittel am Stack ab, wurde den Hype nicht gerecht. Das letzte Drittel von 100 Stunden, das ist schon ziemlich hart. Und gerade auch, finde ich, bei Persona 5, bei diesen japanischen Spielen, ist das merkwürdig. Da finde ich immer, dass so die ersten 30 Stunden eigentlich das Tutorial sind und nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben. Und dann hast du die ersten 30 Stunden rum und dann fängt das eigentliche Spiel an und dann ist das auch einmal ganz anders als die ersten 30 Stunden. War bei mir jedenfalls so mit jedem japanischen Spiel, was ich gespielt habe. Haben aber auch einige sehr viel Spaß gemacht, aber kommt dir das vielleicht ähnlich bekannt vor? So, Roland. Wie sieht's aus? Habt ihr die Karawane überfallen? Ja, wir haben die Karawane abgefangen. Geil. Es war ein schneller Angriff. Toll. Dem Pfeilregen hatten sie nichts entgegenzusetzen. Details, wir wollen Details hören. Was konntet ihr den Orks abnehmen? Wie du sagtest, hatten die Orks Waffen, Werkzeug und ein paar Kleinigkeiten dabei. Gorn würde gern etwas für den Wiederaufbau haben. Könntet ihr ihm etwas schicken? Schicken?
Ein paar Kleinigkeiten bräuchte er vermutlich früher. Alles Schwerere werden meine Leute zu ihm bringen. Was soll ich ihm bringen? Hier, dieses Werkzeug wird Gorn brauchen. Bring ihm bitte auch zwei Heiltränke. Es kann etwas dauern, bis meine Leute bei ihm sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sein Lebensmittelvorrat langsam dem Ende zugeht. Ja, komm, pack alles Bring ein. Bring ihm noch ein paar Brote, Reis und Wasser. In Ordnung. Gorn wird das Zeug bestimmt gebrauchen können. So geil. Das war's? Mehr hast du nicht, Roland? Mensch. So, kurz überlegen, wie wir auf unser Stärke-Maximum kommen. Nein, ja gut, dann halt nicht. Kann nicht jeder dasselbe Erlebnis haben. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Stärke plus 5, ja. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt noch, ich habe 241 Stärke, dann brauche ich noch 8 Stärke plus 5, also dann 13 Stärke. Das sind dann habe ich noch 10 Lernpunkte. Aber ab dann kann ich endlich permanente Boni reinhauen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ach komm, Würdest warum du mich nicht? Im Kampf unterrichten? Wird schon hinhauen. Gut. So. Sollen wir das mit Einzelnen weiter machen? Ja. Gut so. Nur weiter so. So, und jetzt sagen die Leute, ich soll das plus 5 machen, den guten alten Gothic 2, bis 1 an Limit dran machen und dann plus 5 lernen. Mhm. Sau effizient. Zack, und da sind wir dran. 254 Stärke, verbleibende Lernpunkte 10. Da haben wir es dann gemacht, Leute. Ab jetzt wird, glaube ich, keine Stärke mehr bei Trainern trainiert, sondern jetzt kommt das einfach nur noch über die permanenten Boni. Was sagst du, Shinlu? Darf ich jetzt endlich die Mühlensteine stemmen, sowie, was weiß ich, die Arena-Kämpfe machen? Warte mal, wo haben wir denn Gotha gehabt? Vanguard, gehen wir später hin. Ah, hier Gotha, die Totenfratze. Ich wünschte, ich könnte gerade was klauen und dann abhauen. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. So. Zack. Ich hoffe, da gibt es keine Nebeneffekte oder... Hör mal, die sind aber schnell angekommen. Heftig. Sind die ganzen Orks da unten jetzt tot? Ja, wahrscheinlich, ne? Die sind weg, ne? Guck mal, da könnte ich jetzt wahrscheinlich endlich diese Truhe hier looten. Ha, habe ich ja schon längst gemacht. Oh, die hätte eigentlich ganzen Orks hier umhauen können. Sind alle weg? Ha. Seht ihr mal, hätte ich eigentlich noch richtig Erfahrung beim machen können. Naja. Dann eben jetzt den Gorn finden, der haut sich wahrscheinlich oben. Nee, der holt sich überhaupt nicht den Wamst voll. Dafür bringen wir ihn ja Reis, Brot und Hähnchen. Hähnchen vom Alex. So, der Moondai macht also auch EFT, ja? Ja komm, 2 Wochen habe ich eben dem Nezurox auch schon gesagt. Ich bin gespannt. Habe ich dir auch schon geschrieben. Oh, ein Händler. Ein Händler, cool. Das hätte ich dir vorher sagen können. Bin immer gespannt. Handeln wir doch mal mit dem. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Trotzdem gefällt mir das Ganze. Dietriche, Bolzen, Spitzhacke. Einige wow. Probleme erledigen sich von selbst. Kelle, Schmiedehammer. Fleischwanzenragout. Aber 7000 Gold, immerhin. Meine Güte. Ja komm, dann kaufe ich den hier. Als ob ich nicht die Dietriche ab und ich verkaufe dir mal eben eins. Ich kann dir mal die 14 zerbrochenen Ritterschilde verkaufen. Und, verkauf dir ein Bastardschwert, das mal zum Verteidigen hier. Ich spendiere dem Gorn noch 200 Döner, dann wäre er satt für die nächste Woche. Der Gorn, der braucht mindestens 200 Döner, um über die Runden zu kommen. Aber danke für die Spende, Black Vark. Ich werde die gut umsetzen. So. Tauschen wir das mal. 90.000 Gold. Nicht mehr lange. Da haben wir 100.000. So, Gorn. Ich war beschäftigt. Hier, nimm die 2 Heiltränke. Kann ich ihm einfach so sagen? Hier, nimm diese 2 Heiltränke. Roland sagte, du könntest welche gebrauchen. Er wird sich sicherlich etwas dabei gedacht haben. Davon können wir wohl ausgehen. Du hast ihm doch hoffentlich nicht verraten, dass mich die Orks gefangen genommen hatten. Oh. Natürlich nicht. Zum Glück hat das, ging das nicht viel weiter. Der Dings. Ich habe schicken gesagt, haha, guck mal. Hast du der richtige Komiker. Wie geht die Arbeit voran? Der Überfall war erfolgreich, machen wir das erstmal. Der Überfall war erfolgreich. Roland hat mir gleich einen Teil der Beute gegeben. Verdammt gute Neuigkeiten. Hoffentlich hast du auch genug Werkzeug dabei. Ja, komm Rebellen hier. Wenn die Rebellen hier eintreffen, sollen sie gleich mit anpacken können. Lol. Hier, nimm erstmal dieses Zeug. Ganze Boko ist schon voll. Du bekommst auch was zu beißen.
Das ist doch ein guter Anfang, oder? Jupp, aber viel mehr ist es noch nicht. Jedenfalls danke ich dir, mein Freund. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Freiwillige. Viel Glück, Burn. Wir sehen uns bestimmt wieder. Worauf du dich verlassen kannst. Ja, ja. Wow, hier, guck mal. Meinetwegen gibt es gute Erfahrungen. 100 Ruf in Gotha. Endlich eine Stadt, die uns liebt. Mal ganz ehrlich. Ich kann mir einen Charakter überhaupt nicht vorstellen im Gothic-Universum, die Jupp sagen würde. Und zwar Gorn. Gorn, glaube ich, sagt nicht Jupp. Glaube ich ja. Also, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Oder jedenfalls nicht so. Meine nervige Fliege. So, wie geht die Arbeit voran? Wir haben den ja immerhin Leute geschickt. Jules, schön, dass du vorbeischaust. Da teilen wir uns, glaube ich, ein paar unserer Döner mit dir. Wie geht's dir, Jules? Wie geht die Arbeit voran? Die Rebellen tun, so viel sie können. Allerdings wird die Burg noch eine ganze Weile so heruntergekommen aussehen. Der Dämon und die Untoten haben hier wahrlich ganze Arbeit geleistet. Ja. Das haben die wirklich. Ach, wo du gerade den Dämon erwähnst. Oh, jetzt kommt's. Xardas hat wohl eine Schwäche für den Kampf der Götter. Er hat Gotha vernichten lassen, damit Belia hier einziehen konnte. Oh, guck mal. Da geht's weiter hier. Vielleicht... Kommt das eine neue Quest-Paket-Quest hier etwa? Wow. Wenn dann, yep, wahrscheinlich, fragt Gorn, der hat Döner. Ja, 200 oder 199 hat er noch abzugeben. Würde Gorn Jupp sagen. Du meinst, ich, der würde Jupp sagen? Komm. Wobei, wenn das jemand in den alten Spielen findet, dann werde ich mich natürlich auch gerne geschlagen geben. Na, da bin ich nicht so stolz. Seit wann interessierst du dich für Götter, Gorn? Wo hast du das aufgeschnappt? Hier raus. Lies es dir mal durch. Xardas wollte Innos einen Schlag verpassen. Befehl, Gotha erhalten, okay. Xardas ist durch und durch ein Dämonenbeschwörer. Elias, treuester Diener. Zumindest scheint es so. Was meinst du damit? Nichts. Noch nichts. Es geht noch weiter. Wie bist du an die Befehlsschrift gekommen? Sie lag in der hinteren Burghälfte, daneben ein Pfeil. Siehst du das Loch da oben? Ich denke, die Orks haben die Befehle mit einem Bogen in die Burg geschossen. Du meinst, als letzte Demütigung vor dem Tod? Jupp, so habe ich mir das gedacht. Jupp! Na geil! Vielleicht haben die dem Sprecher damals bei der Questpaket einfach gesagt, hör mal, kannst du Jupp sagen? Nein, entweder ich baue Jupp ein oder ansonsten brauche ich nicht mit. So, ziemlich heiß in Deutschland, deswegen wenig schlapp. Und bei dir, hör mal, hier ist auch richtig warm. Heute nach wie vor 29 Grad, vor allem bei mir in der Bude hier gerade. Ist richtig warm, weil ich die Fenster und Türen zu habe. Schlimmer Fehler. So, Gorn, ne, bis zum nächsten Mal. Jupp, jupp, jupp. So, willkommen zurück, Xinlu. Schön, dass du da warst. Guck mal, ich hab gedacht, der Xinlu ist sauer auf mich, weil er sich die ganze Zeit nicht gemeldet hat. Wollen wir mal kurz diesen Befehl lesen, wo der Gorn gesagt hat, dass die den reingeschossen haben. Der Gorn auf einmal hier. Befehl Gotha, der mit seinen großen, Annahmen. Gucken wir mal. Diener Belias, ernsthaft, an alle Anführer vor der Burg Gotha. Punkt? Achso, das ist sozusagen an die Anführer, okay. Ich dachte, jetzt kommt Doppelpunkt. Innos hat diese Burg lange genug besessen. Nun ist die Zeit Belias gekommen. Belagert die Burg und lasst den Diener Belias unter den Lebenden wüten. Wenn alles vorbei ist, bewacht den Aufstieg. Die Burg soll den Dienern Belias geweiht werden. LG Xardas. So. So. Der Neubauberger, der geht pennen. Habe ich ganz verpasst, Alter. Neubauberger, hau rein. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Mach's gut und hoffentlich sehe ich dich dann am Mittwoch wieder. Bis zum nächsten Mal, Neubauberger. Hoffentlich habe ich ihn jetzt noch nicht verpasst. Ich werde mich mal kurz hier hinlegen. Bis zum nächsten Morgen, damit es hier nicht so dunkel draußen ist. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Guck mal, da sind sie alle hier noch aktiv. Gucken, ob sie hier noch andere... Ne, Milizen. Da haben wir einen Schmied. Vielleicht hätte er noch was zu handeln. Man weiß ja nie. 15 Grad heute früh. Boah, Alex, wie ich euch bemeide. Talentierter Schmied, immerhin. Zeig mir deine Ware. Boah, der hat bestimmt was Gutes dabei. Das ist ja mal wieder typisch. Rezepte. Zweihänder, Langschwert, Rubinklinge. Rubinklinge? Ist eine Rubinklinge was wert? Ein Langschwert ist auf jeden Fall unnütz. Rubinklinge, also. Hatte ich eine Rubinklinge schon mal vor Augen? Habe ich das Rezept vielleicht? Wartet mal kurz.
Das kommt mir bekannt vor. Nee. Ich glaube, ich will mal kurz speichern. Guck mal, da holt er aus. Und da kaufen wir uns das Rezept mal kurz. Zeig mir deine Ware. Das war die mit den Erstwaffenspielen als Anforderung. Guck mal. Der Shindu kommt direkt wieder zur Hilfe. Goldausgleich tauschen. Zeig. So. Zack. Hier, Rezepte. Rubinklinge. Wow. Klingenschaden 85. Was für eine Reichweite das denn? 110. Bonustalent, starker Schwertkämpfer. Haben wir jetzt auch so schon gelernt, ansonsten hätte das eventuell interessant werden können. Aber ernsthaft, da brauchst du Erzwaffen schmieden. Okay, kann man ja bald lernen. Aber dafür dann starker Schwertkämpfer bekommt man umsonst. Hat bestimmt irgendwo einen Nutzen, für mich aber nicht mehr. Insofern alten Spielstand laden. So. Richtig schön warten. So, guck mal, da haben wir immerhin Gotha wieder aufgebaut und die Karawane überfallen. Das Questpaket und die reguläre Quest sozusagen fertig gemacht. Haben wir auf jeden Fall eine Menge Erfahrungen rausbekommen. Viel Gold nicht. 500 Gold haben wir, glaube ich, noch übrig. Aber wir haben eine Menge Ruf in Gotha bekommen. Immerhin. Das war es doch wert. So. Ich glaube, unser Weg führt uns dann jetzt prinzipiell wirklich direkt nach Faring. So, wollen wir uns doch mal aufmachen. Für die Aufnahme mache ich jetzt aber erstmal Schluss. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!